So, meine Freunde, da sind wir wieder mit einer neuen Runde GTA 3. Mal sehen, wie es weitergeht. So, das Leiste verschieben. So, mal dafür, dass ihr auch was sehen könnt. Richtig knapp treffe. So, jetzt. Ja. Starten, Spiel laden, die Gang. Haben uns jetzt natürlich beim Casino-Besitzer mehr oder weniger was eingeschleimt, indem wir ein paar Gefallen für ihn erledigt haben. Ja, so, jetzt können wir erstmal nochmal Pistole holen. Glaube, wir haben inzwischen auch schon 16 Pakete. Naja, mal schauen. Ja, Massencrash auch mit einem, der auf dem Dach liegt. Cool, dafür habe ich Geld bekommen. Spitze. So, wir machen natürlich beim K weiter, würde ich behaupten. Wenn K fertig ist, kümmern wir uns ums Telefon. Obwohl ich glaube, das Telefon ist Main Story, also vielleicht erstmal zum korrupten Bullen. Das werden so kleine Kill-Missionen sein, nehme ich mal an. Naja, bestimmt bloß Leute aus dem Weg räumen will, die ihm im Weg stehen oder nicht bezahlen, wie auch immer. Hab mich durch! Geschafft! So. Die Abrechnung. How fitting you should choose this moment to sow your worthless faith. It would appear your attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Yardi pushes line Liberty streets selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us. At me, I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well-founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemy's blood! Kann ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht verstehen. Wir haben schon so viel für ihn gemacht und jetzt müssen wir nochmal ja, unsere Ehre unter Beweis stellen. Dabei haben wir immer nur gemacht, was er wollte. Aber naja, gut. Dann erledigen wir halt mal ein paar Yardi-Dealer hier. Direkt einen im Park. Neues Auto. Und ein Taxi ist schon wieder so in da drin. So, die da erledigt. Und da sind zwei relativ nah zusammen. Gerade gesehen in der Pfütze hat sich doch tatsächlich die Welt gespiegelt, also nehme an, bloß ein Bitmap. Aber cool, wusste gar nicht, dass das in GTA 3 schon drin war, dass sie das schon gemacht haben. Ist ja nun gerade 2001 bzw. 2002, als das Spiel vom PC kam, doch schon ganzen Ticken mehr Arbeit für die Grafikkarte, wenn sie noch so eine Bitmap in der Spiegelung mit rendern muss. Ein Jahr, die ist weg. Rennen wir mehr auf der Minimap. 5 haben wir schon. Zeitlimit scheint mal keins zu haben. Nur wenn wir zu lange brauchen, scheint die zu verschwinden.
Vielleicht eigentlich hier vorne an der Kreuzung. Und die Frage, ob der wieder im Park steht? Nee. Also, da haben wir natürlich jetzt schon 6. Die ganze Zeit einen Stern an der Backe. Vorne haben wir noch einen. Ah, die blöden Ampeln und Laternen hier. Yep. Das ist die nächste Laterne. Und gleich hier vorne auf dem Fußweg irgendwo. Da ist er. Oh. So, 8. Hammer. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Ein Jahr, die ist weg. Okay. Mal einen zu lange ignoriert. Oder haben wir gleich noch einen? Den holen wir uns direkt. Noch ein Jahr, die ist weg. Aber wir haben auch einen erwischt. Schon 9. Von 10. schaffen wir auf jeden Fall. Immer 10 ist ein Minimum, wenn sie bestimmt schaffen müssen. Hat schon wieder ein Punkt verschwunden. Naja, 10.000 hat auf jeden Fall gereicht. So, dann war es das erstmal. Die Ära haben wir verteidigt, aber Aufträge hat keine mehr für uns. Das heißt, geht jetzt erstmal zum Telefon. Mal sehen, wer das ist am Telefon. Das ist unser Banshee. Unten ist der korrupte Bulle im Klo. Und dann nehmen wir den erstmal. Wenn wir eh schon hier sind. Gehen wir zum korrupten Bullen. Korrupten Bullen werden wir ja. 17. Sehr schön. Noch 3 Pakete. Dann sollten wir wieder irgendwas kriegen. Was ich gerade sagen wollte, mit korrupten Bullen werden wir auf jeden Fall im Laufe von GTA noch zu tun haben. Das Schweigen des Verräters. That's scumbag McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection. What's that property? Down in Newport. Some apartment and a car park. Toss that place. That's it! Ja, das ist ein Zeugen erledigen. Auf der anderen Seite. Ja, ich reingehen. Stimmt ein Paket. Nee. Aber wir können im Urinal rumlaufen. Auf jeden Fall auch schon mal sehr schön. Ist denn nirgendwo ein Päckchen für uns? Schade, 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 schade. Hier lang? Nee. In der Hand, wir haben eine Granate in der Hand. Tut am Haus vielleicht noch ein Päckchen? Hier ist ein Spielplatz. Ah ja, hier auf dem Spielplatz. Guck mal. Wo geht's rein? Hier. Und da dürfen wir ja schon Päckchen Nummer 18 haben. Jawohl, Päckchen 18. Noch 2 Pakete. Und wir dürften die Uzi kriegen. Am Spawn, was uns eine Menge Geld spart. Als nächstes dürfte ja dann die AK drankommen. Ja, mal sehen, mal sehen. So, schauen wir uns das Zeugenschutzhaus mal an. Gleich ganz in der Nähe, das ist gut. Hier hinten beim Training Spray.
Wo genau soll man jetzt so gucken? Das hat spitze funktioniert. Okay. Das ist jetzt das übliche Programm. Waffen kaufen. Mission annehmen. Oh Mann. Erst mal ein paar Waffen kaufen gehen. Ah, es ist doch. Oder müsste da Ammunition sein? So. You want a license too? Danke. Brauchen den auch. Brauchen den. Ja, ein bisschen Sniper nehmen wir auch mit. Ja, noch ein paar Granaten. Dann AK-Munition, Mag-Munition, sollte erstmal reichen. Lass doch mich raus, dankeschön. Ja, dann fahren wir wieder zu unserem korrupten Bullen. So, versuchen wir das nochmal. Schweigen des Verräters. Versuch Nummer 2. Prügeln euch alle. Keine Hobbys. Schauen wir, wie wir das jetzt machen. Also Granate reinwerfen versuchen wir erstmal nicht mehr. Dann kann man hier vielleicht irgendwo reinlaufen, aber ich glaube nicht. Wer hoch? Und genau machen. Zünde die Bude an und wenn sie rausgerannt kommen, kannst du sie dir vorne so dafür, dass er mit niemandem redet. Ja, scheint er also aber doch Granaten reinschmeißen sollen. Ah, geht doch! Hau da ab, ey. Och nee. Lass doch nicht entkommen. Immer auch noch Cops am Hals. Wir brauchen bloß immer im Kreis fahren. Zack.
Gar nicht darauf geachtet, was es eigentlich kostet. Vielleicht mal mit dem. Entschuldigung, gleich eine Granate hin. Diesmal. Schutzgeld kassiert. Ah, Mann, Mann, Mann. Überall Nutzen. In der Stadt gibt es echt nichts mehr als Nutzen. Ja, und Gangster natürlich. Nutzen und Gangster. Yep. Bitte? Und vielleicht Infection? Nee. Ah, den stell ich mal hierher. So, mal schauen, ob wir das diesmal nochmal schaffen, ohne uns zu töten. Ah, da war doch. Und schnell hinterher, schnell, 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 schnell. Geh mir aus dem Weg. Ah, der Punkt ist wieder da. Und das muss da sein, der blaue. Der einzige, der nicht spawnt. Und den erwischen wir. Gehen wir doch hin, ey. Komm schon. Los, da abkürzen. Beim Kreis gefahren, immer warten können. Schnelleres Auto wäre praktisch. Ah, dreht er rum, ey. Zu Fuß ab, ey. Hallo. So, hätten wir das so erledigt. Den Zeugen aus dem Weg geräumt. So, liegen die Waffen von der Polizei noch herum? Nein. Da werden wir direkt mal zur nächsten Mission fahren. Von unserem korrupten Dreckschwein hier. So. Ja, ein paar Leben können wir vielleicht klein holen. Das Waffenarsenal. Hey, Chick, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, they'll give you a knockdown rates on any hardware you buy. Oh, cool. The old sciatica is playing up.
So, good luck. Ja. Da muss er also ein bisschen husten. Und dafür müssen wir uns wahrscheinlich mit zig Gangstern anlegen. Das ist unser Auto. Ja. Okay, ich glaube, dafür müssen wir wirklich vorher Leben einsammeln gehen. Ja, wenn ich mich nicht irre, ist das jetzt die Stelle, wo wir vor uns schon mal waren, hier unten. Da dürfte das Krankenhaus ganz in der Nähe sein. Hier ist die Universität. Hier ist das Krankenhaus, genau. Wir müssen uns erstmal ein paar schöne Leben holen hier. Oh, passt die Mistmöhre nicht durch, ey. Auch mit Schwung nehmen. Ist doch kacke. Wer baut denn sowas? Da vorne war noch eine Treppe. Machen wir halt die Treppe runter. So. Emergency. Zack. Ein neues Auto. Selbe Mistmöhre. Bobcat, Bobcat. Dann nehmen wir den. Nicht, dass wir gerade schon angefahren hätten oder so. Ja, ein bisschen verwirrt, mein Freund. Komm, ich helfe dir mal. Ja, vorsichtig herausfahren. Es geht ohne Überschläge. Ah genau, das ist jetzt hier unten. Bin schon mal gespannt. Raketenwerfer sehe ich. Ray phoned ahead, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here in a minute. Nimm alles, was du brauchst. Ja, nimm doch alles, oder? Da oben ist Raketenwerfer Molotow. Ich weiß nur nicht, wie man da hochkommt. Wir haben Armor. Wie kann der hier hoch? Wie kommen wir da hoch? Kann doch nicht springen. Okay, okay, schnell um. Nicht, wie wir an den Raketenwerfer rankommen. Ich kann dich sehen. Einer lebt noch. Oh Gott. Oh Mann. Hat er uns mit seiner Puppe echt fast umgehauen? Wie kommt man an den Raketenwerfer? Als wenn ich aufs Auto gehe? Ich will den Raketenwerfer haben, für den Fall, dass er dann nicht mehr da ist. Okay, der ist nicht bloß Deko.
Und da kommen wir hier auch drauf. Und da kann er nicht klettern, der Junge. Ja, zack. Haben wir 5 Schuss Raketenwerfer. Sehr schön, sehr schön. Hey, if I teamed up with you in Nicaragua, maybe I'd still have my arm. If you need any firepower, just drop by and take what you need from the locker. Leave your cash under the bank. Get out of here. I'll handle the cop. Sehr schön. Guck, was wir jetzt alles kaufen können. 10.000. 5.000 kostet das M4. 25.000 Raketenwerfer und die Pumpe kostet 1.500. Wir nehmen ein bisschen von den M4 mit, das war wesentlich effektiver. Aber sind gleich 10.000. Er baut zwei mindestens. Und den auffahren. Oh, der ist natürlich abgeschlossen. Ist ja doof. Den würde ich gerne mitnehmen. Na gut. Dafür zahlt der korrupte Kopf uns nur 10.000, ja. Ist schon ganz schön dreist eigentlich. Aber gut, dafür können wir jetzt M4 kaufen und Raketenwerfer. Aber die werden wir nur kaufen, wenn wir wissen, wir brauchen sie in der Mission. Weil sonst ist doof, wenn wir in der Mission sterben. Dann haben wir Raketenwerfer 25.000 dabei. Macht natürlich ein bisschen blöd. So. Erstmal wieder zu unserem korrupten Kopffreund hier. Das bringt uns zwar storytechnisch nicht weiter, aber die Missionen erstmal. Brennende Beweise. Schon wieder ein Scheißhaus. I know a real important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both gonna do pretty well out of this, kid. Das ist ja nur eigentlich irgendwo ein bisschen arschlos. Ich soll jetzt das Auto rammen, damit Zeug rausfällt, alles einsammeln und dann anzünden, was rausgefallen ist. Kann ich einfach das Auto anzünden? So erscheint mir jetzt irgendwie logischer. Also ein bisschen zumindest. Ja, eins eingesammelt. Eins von 6 habe ich glaube gerade unten gelesen. Na, oh, das ist kacke. Ich wisch da jetzt nicht. So spitze, dass unser Auto jetzt Flammen aufgeht. Cops haben wir auch am Backen. So, da sind wir wieder, mein Freund. Ich finde aber, dass du mich so schnell loswirst. Wie viele Beweisfotos sind denn das, wenn er da 6 so eine Kiste hinten drauf hat? Aber wir dürfen das Ganze ein bisschen leichter gehen. Weil wir schneller sind wie der. Jetzt hätte die ganze Zeit im Kreis fahren oder was? Ach komm schon, Leute.